Herzlich willkommen, Community bzw. Zuschauer der Tear Challenge. Ja, ich muss sagen, und da hört ihr jetzt bitte erstmal genau zu, bevor ihr dann anfangt, einen Kommentar zu tippen und dann weiterzumachen, bla bla. Groß und Ganzen, ich habe keinen Bock mehr auf eine ganz gewisse Sache. Und zwar hatte ich jetzt ein paar Kämpfe gehabt, wo es jemanden oder, wie gesagt, mehrere, drei an der Zahl waren es jetzt, dann deswegen habe ich das jetzt auch gemacht, wären es nur zwei gewesen. Ja, okay. Aber ja, dann der dritte, ja, es hat mir dann doch endlich den Nerv geraubt. Und zwar habe ich da welche gehabt, die jetzt öfters gemeint haben, dass sie DCs hätten, wo sie wirklich am Verlieren waren. Es stand dann wirklich 2 zu 6 oder 2 zu 5 oder 1 zu 5 und haben dann zufälligerweise ein DC. Und das war sogar beim Wiederholungskampf, ja, es ist entweder in derselben Runde oder halt wann anders, da war es halt wieder, dass sie zufälligerweise kurz bevor sie am Verlieren oder bevor ihr letztes Pokémon down geht, ja, den Powerknopf betätigt haben, auch gleichzeitig Skype offline, was weiß ich. Die haben sich halt da Mühe gegeben, was weiß ich. Auf jeden Fall haben sie halt einen DC vom kompletten Internet der Welt irgendwie preisgegeben oder versucht mir vorzuspielen. Auf jeden Fall muss ich sagen, auf so eine Aktion habe ich keine Lust mehr. Entweder man kämpft richtig, wenn man sich für sowas anmeldet, oder man lässt es. Was ich dann auch nochmal hatte, aber denn, ja, das hat da halt nur noch so ein kleines i-Tüpfelchen drauf gegeben, war jemand, der halt seine Pokémon-Spitznamen gegeben hat, wo ich mir gedacht habe, ja, bitte beleidige noch weiter, so ungefähr. Aber der ist so nur das i-Tüpfelchen, aber das ist jetzt, ja, sagen wir mal so, was jetzt noch erschwerend dazu gekommen ist, YouTube hat noch eine Funktion eingestellt, deswegen, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Die haben die PNs eingestellt. Ich kann die PNs anklicken. Werde jetzt erst markiert, dass ich sie gelesen habe. Danach, wenn ich irgendwann die PN-Seite wieder aufrufe, kommen keine neuen PNs. Die Sachen sind wieder markiert, als ob ich sie nicht gelesen hätte. Und ich kann nicht antworten. YouTube hat die PNs eingestellt. So, also muss ich jetzt, ja, irgendwie anders da machen, aber letzten Endes, ja, was mache ich? Was tue ich? Ich habe mir gedacht, die TR-Challenge einfach so abzubrechen, wäre ein bisschen unfair. Und also unfair, ein bisschen fies jetzt direkt auf Prompt. Aber ich werde jetzt nur noch 5 Kämpfe austragen. Ich habe jetzt auch keine Videos im Petto. Und die ersten 5, die kommen, ja, es kommen dann rein und dann war es das. Letzten Endes, ich habe euch gesagt eben gerade, was hier ist. Dann gibt es Leute, die DCs machen, die mir ziemlich auf den Sack gehen, weil ich setze mich hin, da eine halbe Stunde, rede mit denen, mache die Termine aus, beziehungsweise mache die Termine, macht das halt aus, kämpft dann noch, ja, insgesamt geht da mir eine Stunde flöten für jemanden, der dann so einen Kickhack macht und ich dann letzten Endes dieses Videomaterial erst gar nicht hochladen will, weil das einfach eine Kindergartenkacke ist und das geht mir jetzt zu sehr auf den Zeiger und letzten Endes dadurch, dass YouTube mir noch ein Bein dazu stellt, dass ich da jetzt nicht sagen kann, ihr schreibt mir eine PN, hier könnt ihr mich herausfordern, zack, zack, zack. Ja, bin ich jetzt erstmal am Überlegen, wie ich das alternativ mache. Letzten Endes tut mir leid für die, die nicht mehr dran kommen. Ich mache jetzt nur noch 5 Kämpfe, diese Kindergartenkacke. Ja, es tut mir echt leid für die, die jetzt nicht mehr dran kommen. Also, ich werde jetzt nur noch, ja, ich hoffe, hier die Leute, die ich jetzt schon habe über Skype bzw. ja, Facebook, da muss ich auch nochmal gucken. Ja, es ist bis morgen, ja, es ist also bis 30. schaue ich da noch drüber. Schau, dass ich diese 5 Kämpfe aufgenommen bekomme. Also entweder ihr schreibt mich heute ratzifatzi über Skype an oder schreibt mir wirklich in Facebook, ja, eine Nachricht mit Caps Lock, ja, von wegen, hier, ich habe das Video gesehen, ich will noch schnell rein, ja, bitte, ich sag's auch für Skype, Leute, schreibt's mir von mir aus mit Caps Lock, damit ich dann wirklich sehe, nicht so normal schreiben, schreibt mir per Caps Lock, ja, ihr habt das, die Erlaubnis, aber ich kann hier keine neuen adden, ja, es ist, bis das dann alles durch ist, da komme ich zeitlich dann auch nicht hin und letzten Endes habe ich morgen nur noch einen guten Tag, wo ich aufnehmen kann und wenn dann wieder so ein Hickhack ist, dann ist wirklich, dann ist Sense. Ja, wenn morgens einer verbockt, dann, ja, es kommt noch ein Video und dann heißt es hier, bis zu dem Video konnte ich aufnehmen, danach kam noch so einer und dann habe ich keinen Bock mehr. Ja,
Es ist einfach so, es verdirbt mir auch die Laune, verdirbt mir die Lust am Aufnehmen. Ich gebe nur eine Chance, ja. 5 Kämpfe, ja. Schreibt mir, wie gesagt, Caps Lock. Ich will fighten. Ich will TR-Challenge. Hier sind meine Pokémon. Ja, also nicht Pokémon. Hier sind meine Teamkombinationen und zack, boom. Ja. Die Bosskämpfe natürlich werden auf jeden Fall ausgetragen, ohne weiteres danach. Und ja, ich verabschiede mich. Ich hoffe, ich konnte es einigermaßen rüberbringen, was ich da jetzt so mit meine. Und ich hoffe, es ist jetzt nicht misszuverstehen, es ist nicht misszuverstehen, dass ich. Ich will nochmal ganz kurz klarstellen. Es geht mir nicht darum, dass mir die Kämpfe keinen Spaß machen, sondern das, was in den Kämpfen passiert, dass die Leute den DS ausmachen, was weiß ich, ja? Darum geht's mir. Gut. Ich verabschiede mich und ja, bis zum nächsten Mal.